Servus vom Nürburgring, heute Tag 2, 24-Stunden-Rennen. Heute ging es schon richtig rund. In der Früh waren wir bei der Fahrerbesprechung, da musste ich den Joe erstmal aus dem Bett irgendwie holen, aber es war recht schwierig. Dann waren wir bei der Fahrerbesprechung, dann hatten wir freies Training, 1,5 Stunden lang. Durften alle unsere Runden fahren und wie man es halt so kennt am Nürburgring, natürlich hat es 10 Minuten vorm Training angefangen zu regnen. Und dann liefen alle mit dem Regenschirm rum und wir mussten natürlich die Regenreifen draufziehen. Und ja, das Training war dann aber soweit mega gut. Wir sind alle saugut zurechtgekommen, waren zwischenzeitlich echt unter den Top 20 auch. Der Strecke nass, trocken, ein Viertel nass. Sind mit Regenreifen gefahren und die wären, glaube ich, dieses Wochenende richtig wichtig. Vom Wetterbericht her wird gemischt und hier, das wird auch wichtig, das sind die Heizdecken. Circa 80 Grad, dass wir schön mit vorgeheizten Reifen auf die Strecke können. Also, Gas geben. Und ja, jetzt haben wir noch gerade Debriefing gehabt und haben besprochen, wie wir jetzt das Qualifying heute Abend angehen. Heute Abend wird richtig krass, weil es wird ein Nachtqualifying. Das heißt, die Fahrer, die fahren ja nicht regelmäßig in der Nacht. Deswegen darf man mal schauen, wie ist es überhaupt so im Dunkeln über die Strecke zu fahren. Und haben noch geschaut, wie wir das Auto vielleicht ein bisschen verändern und optimieren können. Und ja, und hoffen dann natürlich, dass heute Abend das Beste dabei rauskommt. I get my best clothes to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. And most unlikely artists to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though. But soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me. Now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you can tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Ja Leute, jetzt gerade Qualifying, läuft super gut eigentlich. In der Klasse sind wir glaube ich noch Erster. Wir haben nur ein kleines Problem, dass man über die ganzen Kuppen, weil auf der Nordstraße geht es ja hoch und runter, sehen wir nicht so gut. Und jetzt müssen wir mal die Lichter richtig einstellen, damit wir halt dann nachts, den Nachtsinn auch richtig angasen können. Und wir testen jetzt gerade vorne, wie die Ablenk- und Auslenklichter gehen. Und dann natürlich das Beste rauszuholen, dass man möglichst weit schauen kann, aber auch möglichst breit. Schauen wir mal, ob es hinbekommt. Keeping me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But nah, fuck it, I ain't in it to lose. I wanna be number one is the loneliest number. So, ein langer Tag neigt sich dem Ende. Wir hatten erstmal richtig früh den Wecker gestellt, haben dann erstes freies Training gehabt, es lief ganz gut, da war es noch ein bisschen nass auf Regenreifen, aber alles gut, Pflichtprogramm abgespult. Heute war dann Nachtqualifying, das heißt, man muss mal checken, wie ist das Auto in der Nacht, wie ist es mit dem Licht, sieht man was, sieht man nichts, das war aber auch in Ordnung. Morgen ist das zweite Qualifying, da werden wir richtig Gas geben. Ich muss mich jetzt erstmal aufs Ohren, ich bin gefühlt seit 16 Stunden auf den Beinen und auch noch gefahren, also Leute, schlaf gut.